Okay, legen wir mal los, oder? Erster Punkt. Wo sind wir da? Beim ersten Punkt. Du hast da Vorscheiße gebaut und ich habe dich darauf hingewiesen. Du hast das ignoriert. Beziehungsweise so hingedreht, als wäre es meine Schuld. Typisch altes Verhalten von dir, alles okay. Dann habe ich dich außerordentlich gut bezahlt, um dann festzustellen, dass du Scheiße baust. Okay. Aber nicht nur das. Du entschuldigst dich halt auch nicht dafür. Du sagst, da musst du mir Bescheid geben, dass ich nicht richtig reden und schreiben kann. Wenn du mir nicht sagst, dass ich richtig schreiben soll, dann baue ich Scheiße. Okay. Dann denke ich mir, schöne Einstellung, mein Geld bin ich los. Und die Lektion daraus war, egal wie schlecht man selbst von sich denkt oder wie inkompetent man denkt, dass man ist, okay, das ist die Lektion, die ich daraus entnehme. Egal, was du für ein Selbsthass pflegst und kein Selbstbewusstsein, was weiß ich, ja, vergiss niemals, die Person, die du bezahlen willst, um deine Arbeit auszusourcen, für eine honorierende Summe, ist 10-mal inkompetenter als du und geht mit der Situation auch 100-mal schlechter um, wenn du sie darauf ansprichst. Was recht witzig ist. Dementsprechend denke ich mir, oh, warte, ich muss gerade kurz. Dementsprechend denke ich mir, was da auch immer am Bandeln mit dir ist, Meister, es wird schief laufen. Das ist das, was mich dran freut. Okay? Die kleinen Dinge sind ja unbezahlbar oder so eine Scheiße. Und das will ich hier auch sagen. Du wirst diese Fehlerhaftigkeit weiterführen. Bei egal wem. Und es wird ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Und ja. Das ist auf jeden Fall, was es braucht. Das ist der Wake-up-Call. Smell the coffee. Ne? Das ist auf jeden Fall, was du mal brauchst. Weil es kann nicht anliegen. Es kann halt einfach nicht anliegen, dass du wie ein sturres, ignorantes Kind diese Fehler nicht einsehen willst, nicht einsichtig bist. Und dementsprechend gibt es mehr oder minder auf die Fresse für dich diesbezüglich. Und ja, du brauchst es. Sorry, aber du hast es hervorprophezeit. Du hast da die Steine in den Weg gelegt, dass dir diese Scheiße passiert. Mein solltest du es nun mit den Konsequenzen zu leben, da ich mir dessen nun bewusst bin, dass du der Sprache und Schrift nicht mächtig bist, in der du aufgewachsen bist, also deine Muttersprache, und deine Unzulänglichkeiten an mich outsourced. Ist ja klar, ich habe ja das Projekt an dich outgesourced, dafür geblecht und du kriegst es nicht gebacken, also ist es meine Schuld. Leuchtet vollkommen ein. Ja? Deswegen auch hier an der Stelle ein herzliches Fuck you. Referenz nehmen zum ersten anderen Fuck you Video. Das ist, ja, wer anders. Und da war ich einfach nur bitchy. Aber das ist davon gekommen, dass die Kommunikation nicht gestimmt hat. Man muss halt auch dazu sagen, wenn man zum Beispiel Sachen sagt wie: Ich bin müde, ich bin hungrig, ich bin durstig. Das sind schwere Sachen. Es ist viel besser, wenn du in einem kryptischen Kontext erst was planst und dann ausmachst und dann sagst, kann nicht. Ja? Statt zu sagen, ich kann nicht, weil. Jetzt kommt die Gegenargumentseite, wo es dann heißt, man muss sich nicht rechtfertigen. Ich denke mir, in diesem Fall wäre es von Vorteil, wenn man sich rechtfertigt. Und wenn man dann sagt, ich kann nicht, weil ich bin verhindert. Wichtiger Termin habe ich verpeilt. Reicht vollkommen. Ja? Aber so, ja. Das war auf jeden Fall unglücklich formuliert. Aber das derzeitige, wow. Da hast du davor, weißt schon, dich separiert von der Person und dir gedacht, okay, hier, viel Spaß, alles Gute, zukünftige Wege, weißt du, Bewerbungsscheiße, sowas. Wie es ja immer da heißt, diese Bewerbungsfloskeln. Aber dann zieht die Person sowas ab, sowas mies asoziales. Dann denkst du dir, ja, ist besser, dass die Person sich von mir entfernt hat. Ja?
das recht witzig, wenn das Problem sich selbst von dir distanziert. Das ist auch eine Form der Problemlösung. Was nicht heißt, dass man das machen sollte im echten Leben nonstop regelmäßig. Weil wenn du Junkie-Leute hast oder sowas, die immer wieder zu dir kommen. Ich meine, theoretisch, ja, du kannst ihnen immer wieder Geld geben, bis sie sich Überdosis setzen. Aber du gettest die Idee.